Bayern 2. Radiospitzen. Das Brot des Künstlers ist hart, das weiß Michi Marchner. Ausnahmsweise wie immer, so heißt das neue Programm, mit dem er diese Woche Premiere gefeiert hat. Und ausnahmsweise wie immer bringt der Dichter, Denker und Wortverrenker viele Gegensätze zusammen. Er ist ein Perfektionist, der durch Spontaneität besticht, ein Musiker, der vom Wort lebt und ein Wortkünstler, bei dem die Musik mehr ist als nur klangliches Beiwerk. Seit 30 Jahren ist Michi Marchner aus der Münchner Kleinkunstszene nicht mehr wegzudenken, tritt alleine auf, mit seinem Duo Le Derhosen oder gemeinsam mit Helmut Schleich. Begonnen aber hat er seine Karriere als kolossaler Versager, hat er meiner Kollegin Ulrike Zöller verraten. Also ich war kein guter Schüler, also ich war eine Katastrophe in der Schule und ich bin sehr, sehr oft durchgefallen und die wollten halt immer Sachen von mir, die, ich darf jetzt einmal sagen, bei mir gar nicht dran waren oder so. Wenn es mit der Schule auch nicht so optimal geklappt hat bei Michi Marchner, er hatte doch etwas, was andere nicht haben. Ich komme aus einer Familie mit einem Vater mit vielen Geschwistern, also die waren 6 und jeder runde, halbrunde Geburtstag ist da groß gefeiert worden im großen Kreis und es sind immer Aufführungen und jeder hat irgendwas gemacht und so bin ich da relativ natürlich reingerollt. Ich habe gemeint, das macht man so. Ich habe gemeint, man macht ab und zu so kleine Vorstellungen, das gehört zum Leben dazu. Ja, und dann war sagen wir mal, so die erste Ding war dann natürlich schon Friedel Fesel. Das gab's halt dann diese Schallplatte bei uns daheim und ein bisschen Emil, Reinhard May natürlich. Und da habe ich dann das dicke Reinhard May Songbook und ich hab's von vorn bis hinten durchgespielt, geliebt damals. Heute kann ich es nur noch schwer ertragen, aber das waren so meine grundsätzlichen ersten Anfänge. Hans Söllner, Georg Ringsquantl und Hannes Ringelstetter waren weitere Impulsgeber für Michi Marchner, der allerdings selbst so vor Ideen sprüht, dass er es nie nötig hatte, andere zu kopieren. 3 Jahrzehnte steht Michi Marchner inzwischen als sein eigenes Original auf der Bühne. Solistisch und mit den Lederhosen. Ah, Lederhosen, ja, das war Herrsching, da gab's dieses berühmte Jugendhaus, Hippie-Jugendhaus, selbstverwaltet, geil. Und das ist dann geschlossen worden und da haben dann die Herrschinger Jugend einen Aufstand geprobt. Der Martin Lidl, also 30 Jahre spielen wir jetzt zusammen, ne? Der war da im Vorstand und so weiter und irgendwie haben wir da eine Protestveranstaltung vor dem Jugendhaus und wir haben zusammen Dylan-Songs und auch selbstgeschriebene Bob-Dylan-Songs gespielt und das war so der Beginn unserer Zusammenarbeit. Das hat dann so ein bisschen gedauert und irgendwann haben wir dann Lederhosen gegründet als Band erst einmal mit Schlagzeug und Bass. Haben dann damals im Aquarius in Herrsching unseren ersten Auftritt gehabt. Und da war 15 Jahre die Michaela Kühnemann dabei. Frühling, Sommer, Sonntagmorgen, ich bin pfeifend schon erwacht. Ich gehe jetzt semmeln, mir besorgen, sie hat die Letter mitgebracht. Für die Brezen. Lästerhosen sprechen manche das freche Ensemble aus, das seit vielen Jahren, anfangs noch als Trio mit Michaela Kühnemann, durch Bayern tourt. Was darfst du sein? Dass die Lederhosen 1994 den Kabarett-Kaktus entgegennehmen konnten, hat übrigens auch wieder mit Michi Marchners Schulzeit zu tun. Einer seiner Mitschüler in Schwabing hieß Helmut Schleich. Und der stieg eines Tages, als sich der Michi mit Taxifahren seine Künstlergage aufbessern wollte, bei ihm als Fahrgast ein. Und er war ja damals schon unterwegs mit, wir haben die geheißen, Kabarett Fernrohr, sehr genial, ist mit dem Springer und mit dem Rüttenauer, die waren sehr gut und ich habe die so ab und zu halt mal so immer wieder gesehen und auch sehr gelacht und dann habe ich da an den Bahnhof gefahren und dann hat er gesagt, er macht den Kabarett Kaktus, einen Wettbewerb in Pasing und ich soll mich doch da bewerben. 1996 wurde den Lederhosen dann das Passauer Scharfrichterbeil zugesprochen.
Das Duo bzw. zeitweise Trio hält sich als eines der beständigsten bayerischen Musikkabarett-Ensembles. Warum es Michi Marchner trotzdem nie geschafft hat, in einem Atemzug mit der Biermöselblosen, den Welküren, Bruno Jonas, Urban Preol oder Gerhard Polt genannt zu werden? Ja, genau deswegen, weil der Allround-Künstler sich nicht genau einordnen lässt. Ist er nun Musiker oder ist er Kabarettist? Das Branding, das Labeling ist offenbar auch in der Kabarett-Szene für den Erfolg wichtig. Und wie verkauft man einen, der einerseits regelmäßig vor und mit seinem Mentor Helmut Schleich auftritt, andererseits aber Müllmusik produziert? Im Falle von Michi Marchner ist allerdings nicht die Qualität gemeint, sondern eines seiner Projekte, zusammen mit dem Schrottmusikanten Toni Bartel, der seine Instrumente aus dem Wertstoffhof bezieht. Da hat man eine selbstfahrende Mülltonne, wo man sich so reinhocken kann, hat er mal gebaut. Und ich spiele dann Shows für ihn mit seinen crazy Instrument-Shows, sage ich mal. Also der hat ja wirklich total verrückte Instrumente erfunden und gebaut. Während es etlichen Protagonisten des Comedy-Show-Business gelingt, mit musikalischem Müll Millionen zu scheffeln, muss sich der geniale Michi Marchner manchmal ganz schön abmühen. Was an einer Charaktereigenschaft liegt, die für ihn vielleicht nicht vordergründig ökonomisch gewinnbringend ist, dem Publikum aber zu einem Mehrwert an Erkenntnis verhilft. Wenn Erfolg umstellt, dann musst du so geradlinig wie möglich gehen. Wenn es darum geht, was zu entdecken, was zu finden, was Neues, was das bisher noch Ungesagte, Ungespielte, dann musst du den Wald quasi. Da muss man ziellos sein, ein bisschen. Seine treuen Fans begleiten den Michi Marchner gern auf seinen ziellosen Wegen. Aber wenn er sieht, wie die jungen, stromlinienförmigen Kollegen die großen Hallen füllen, dann klopft doch so ein kleines bisschen Kollegenneid an die empfindliche Psyche des Old-Fashioned Players. Geht die Tür auf, er kommt rein, grinst über alle vier Backen. Naja, weil er ein fröhlicher Typ ist halt, einfach, na, und weil er gerade ausverkauft gehabt hat und weil er in einem lumpigen Montagabend dreimal so viel verdient hat wie ich. Und dann sieht er, wir sitzen, hey, da mach ich, na, komm zu mir, mein Tisch zu mir und meine Currywurst und mein Bier, das wo ich selber gezahlt habe, weil es schon das dritte war. und dann sagt er halt diesen Satz, sagt er, hey, alles gut bei dir? Und das ist ein Satz, auf den kann ich nicht, auf dieses alles gut bei dir. Was ist denn für ein Drecksatz? Ich meine, welcher Depp hat sich diesen Satz einfallen lassen? Alles gut bei dir? Denke mir, Entschuldigung, hallo, ich bin 50 Jahre alt, da ist nicht mehr alles gut. Das ist, hey, mit 50, da bist du doch froh, wenn du morgens, sagen wir, lebendig aufwachst, ne? Da denke ich mir, aha, ja, Kabarettist, Sie lesen wahrscheinlich auch keine Zeitung. Ha? Es ist überhaupt nicht alles gut. Es ist eine Katastrophe, wie es zugeht in der Welt. Es ist der Wahnsinn. Es ist definitiv nicht alles gut. Und ich sage zu ihr, bei mir läuft es super. Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Programm von Michi Marchner. Ausnahmsweise wie immer, das am vergangenen Mittwoch im Theater im Fraunhofer in München Premiere hatte. Ein frühes Spätwerk. Man spricht ja bereits von einer Verlederhosung der Gesellschaft. Ausnahmsweise wie immer bei Michi Marchner ein wortgewaltig musikalisches Feuerwerk. Lustig, derb, aber dann auch wieder fast atemberaubend, nachdenklich bis melancholisch. Ein echter Marchner halt. Der in Wirklichkeit nicht neidisch ist auf gute Kollegen, wie seinen Schulspätzel Helmut Schleich, mit dem zusammen er und Martin Liedl als Lederhosen bei den Radiospitzen live vor Ort am 15. Dezember im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks auftreten wird. Ein Klassentreffen oder Klasse-Treffen der besonderen Art. Der Helmut Schleich, das macht flupp und dann ist er der Strauß. Ja, und so stark, also der Schleich ist ein Viech. Sagt Michi Marchner. Am 15. Dezember stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Helmut Schleich, die Lederhosen und der Linzer Sitzmusiker Blonder Engel.
Naja, der steht wahrscheinlich nicht, der sitzt eher bei den Radiospitzen live vor Ort im Münchner Funkhaus. Karten für diesen einmaligen Dreifachabend können Sie nur gewinnen auf unserer Internetseite unter bayern2.de.